Ja, komm, spiel. Wow. Du bist so zurückgeblieben, Junge. Kannst du auch Trompete spielen? Trompete? Ja. Dein Ernst? Wow. Leute, zieht euch das mal rein, wie es vor unserer Tür aussieht. Hört mal. Ich liebe die Geräusche. Guck mal, wie tief das ist. Ich liebe die Geräusche von Schnee. Leute, vor der Tür sieht es einfach aus wie in einem Wald. Guckt euch das mal an, wie schön. Ich liebe es übertrieben. Komm. Hammer. Man kommt einfach raus und man denkt, man ist in einem Wald. Schnee ist das Schönste. Leute, ich liebe es einfach, wenn es abends weiß ist. Es sieht einfach nicht dunkel aus in der Stadt. Ne? Es sieht immer hell aus und irgendwie so friedlich. Keine Ahnung, ich finde Schnee ist richtig krass. Und ja, wir gehen jetzt in die Domäne, weil wir brauchen ein paar Sachen für zu Hause. Und hast du das Prospekt? Habe ich. Ist in der Tasche drin. Und wir gehen jetzt auf jeden Fall, ja, jetzt will man richtig Fahrrad fahren, wo die Fahrräder voll mit Schnee sind. Wir gehen jetzt in die Domäne. Guck mal, ich liebe es hier, wo wir wohnen. Wie süß das aussieht mit den ganzen Lichtern an der Seite und so. Es ist einfach richtig schön hier. Das ist das Einzige, was ich hier wirklich liebe. Dass es so einen Vorgarten gibt und der immer so schön aussieht mit Lichtern. Straße, alles komplett weiß. Hier hat einen Tannenbaum rausgeschmissen. Oha, noch einer. Ja, es ist Zeit, die Tannenbäume loszuwerden. Aber man muss ja nicht aus dem Fenster kicken. Doch, so ist es, aber ist ja erlaubt. Naja. Es ist so schön weiß, Leute, ich komme gar nicht drauf klar. Und es ist gar nicht so kalt. Ja. Also ich friere jetzt nicht so. Aber wisst ihr, was scheiße ist? Also heute hat es wirklich den ganzen Tag geschneit. Ich hasse es, wenn es danach regnen sollte, dann wird alles voller Matsch sein. Und das ist das Schlimmste. Ja, man stimmt, wenn es dann anfängt braun zu werden, das ist richtig schade drum. So frisch ist es noch richtig cool. Ja, auf jeden Fall sehen wir uns gleich in der Domäne wieder. Bis gleich! So, ich sitze hier im Auto. Wie ihr seht, sieht man gar nichts. Und ich werde jetzt versuchen, mit dem Scheibenwischer den Schnee runterzumachen. Yay! Es hat geklappt, aber guck mal, wie viel da noch liegt. Heftig. Lou ist hier wieder am Kratzen. Und jetzt werden wir sehen, wie wir hier uns fortbewegen können, mit wie vielen Stundenkilometern. Mal gucken. Wir sind gespannt. Bis gleich, Leute. Bis gleich. Lou ist immer so fleißig. Er lässt es nie mich machen, weil ich eine Frostbeule bin. Und wir sind in der Pokodomäne, Leute. Poco. Fucking Domäne. Domain. Wir brauchen eine neue Mikrowelle und wir wollen uns diese Lammfelle holen. Poco Domain. Wenn ihr wüsstet, was ich hier einmal abgezogen habe, das würdet ihr mir nicht glauben. So was musst du auch nicht stolz erzählen. Er hat geklaut. Hab ich gar nicht. Oh doch. Ey, für Brot braucht man sowas eigentlich. Neuen Mülleimer. Ja, Mann, ein neuer Mülleimer wäre schon ganz nice. Sowas haben wir eigentlich immer, weil wir immer richtig viel Müll haben, haben wir immer so einen Ständer. Die sind eigentlich cool, aber wir brauchen davon mal einen neuen. Ich würde sagen, mal einen anderen, oder, Bu? Na, aber der ist cool. Ja, aber es ist scheiße, dass der Müllsack. Ach, das Rolex Lennox. Ja, genau. Der knabbert es nämlich auf. Der knabbert es nämlich manchmal auf. Dann müssen wir sowas hier holen. Yeah, boy. Guck mal hier. That's what I'm talking about. Die sind cool. Entweder das oder sowas hier. These nuts. So.
Ja, Mann, sowas ist cool. Guck mal, hier sind auch die passenden Beutel dazu. Nein, oder? Mhm. Kann man keine größeren reinpacken? Hä, ist noch nicht klein. Na klar, wie viel Liter steht da? 60 Liter. Na, bei uns ist immer 120 Liter gewesen. Ja, aber das sind ja nur mal 60 Liter. Wir werden jetzt das Doppelte wegschmeißen müssen. Scheiße. Ist ja ein kleinerer Mülleimer. Na, Kompromisse musst du schon eingehen. Dang. What the fuck? Oh. Wie viel wohl hier reinkommt? Aber ja. Für 50 Euro hole ich keinen Mülleimer. Leute, liegt wieder an ihrem Element. Vergiss es. Sie hat so viele Kuscheltiere zu Hause. Wir haben gar keinen Platz mehr wegen ihr. Haben wollen. Hier ist ein möchtegern Unicorn ohne Horn. Er hat ja nicht mal ein Horn. Ach, das ist ein Baby-Unicorn, das wächst erst noch. Ach so. Aber ist da nicht mal so ein Zipfel? Nee, auch nicht. Okay, Leute, ich habe hier gerade irgendwas. Guck mal. Wenn ich noch klein wäre, hätte ich mir den jetzt gegönnt. Mann, was ist denn das für ein Scheiß? Richtig cool. Sowas habe ich früher richtig geliebt. Und Leute ärgern damit. Das ist Laserschwerter, einer auf Star Wars. So guys, we are here. We are back. Leute, guckt euch das mal an. Die hier wollen wir. Ja, man, so eine Sachen braucht ihr echt in der Wohnung im Winter. So hübsch. Sowas ist, wenn man einen dunklen Boden hat und dann noch sowas dazu, sieht echt krass aus. Guckt euch die mal an, die sind auch ganz, ja man, die sind auch ganz weich und kuschelig. Auf sowas zu laufen im Winter ist auch cool. Hält schön warm. Die weißen oder die hier? Nee, das weiße. Das weiße? Ja man, das weiße. Doppelfell. Und einmal das einzelne. Das sieht so aus wie Eisbärfell. Das sieht aus wie... Das ist Schaffell. Polarfüchse. Nein, Mann, Leute. Zum Glück ist es kein echtes Fell. Na klar, es ist echt. Dafür geht aber keiner drauf. Die Schafe werden geschoren. Na, das ist sowas ist cool. Wenn die sterben Schaffell. Und danach die sowas mit denen machen, ist es cool. Aber nicht, wenn die töten oder. Na, gar nicht. Abziehen. Das wird geschoren und dann wächst das neu. Dafür sind Schafe ja da für ihr Fell. Aber Schafe haben doch nicht so ein Fell. Na, es wird doch geglättet und so. Hier. Echtes Schaffell da. Damn. Boah, du hör mal jetzt zu ganz kurz. Ja. Die kleinen kosten 19 und die doppelten kosten 49. Davon könnten wir eins eigentlich genau vor den Fernseher da legen. Wie du willst. Hol welches du willst. Ich bin für mehrere kleine eigentlich. Ja? Ja, Mann, das sieht. Guck mal, das ist schon so groß, weil unsere Wohnung ist jetzt nicht gerade die größte zurzeit. Das würde zu groß das aussehen. Sind die kleinen. Ja, Mann. Mehrere kleine würden was heißt cool aussehen. Mehrere kleine? Zwei bis drei kleine, würde ich sagen. Guck, hier kannst du die Locken sehen und fühlen. Fass mal hier rein. Warte, ich stell die mal scharf. Guck mal, da, fass mal hier rein. Hier siehst du, dass es lockig ja, ist. Ja, Mann. Da ganz drunter sind Locken. Stimmt. Damn. Okay, Leute, das wir... Das riecht aber auch nach Schaf. Wir gucken uns zuerst mal ein bisschen um. Alter, wir haben auch grau gefunden und braun. Und unsere Wohnung ist ja so weiß-dunkelgrau. Ja. Deswegen theoretisch würde das passen, aber ich tendiere zum Hellen. Alter. Aber unser Teppich ist auch ein bisschen grau, deswegen würde das eigentlich heftig passen. Shit, jetzt wissen wir gar nicht weiter. Aber ich glaube, auf dem dunklen Boden ist das Helle schöner. Wir überlegen jetzt mal eine Runde. Guck mal, es gibt es ja ganz weiß ja, und dann ist es mehr Creme. Ja, Mann, Creme, Weiß, Grau und Braun gibt es. Ich würde sagen, lass uns zwei kleine von denen holen. Ja, ne? Ja. Bin ich auch der Meinung. Okay, Leute, das war's. Seht ihr, wir sind uns immer einig. Bei uns wird nicht diskutiert. Nein, lieber das. Lou sagt, er will zwei kleine statt ein großes. Wird gemacht. Ohne Diskussion. Ja, Mann. Und nicht. Man muss nicht immer letztes Mal hast du entschieden und heute bin ich dran. Ne? Sowas gibt's bei uns nicht. Damn. So eine Gardine haben neben die weißen? Nee, wir brauchen diese Schalgardinen. Die müssen wir ranmachen. Ich will außen dunkle und innen helle haben. Okay, wo finden wir die? Hinter dir. Also überall. Wir müssen jetzt mal gucken, wo wir die finden. We have to take a look. Ja, das ist wirklich sehr cool. Unbedingt. Vor allem für unser Wohnzimmer.
Und sowas würde für die Küche auch cool sein. Ja, Mann, für die Küche brauchen wir auch eigentlich eine kleine Gardine. Die ist wirklich süß. Look at this. Aber es hält jetzt auch wiederum nicht. Bei uns gegenüber sind immer Menschen, die bei uns reingucken, warum auch immer. Ja, Mann, alle Leute können von gegenüber reinglotzen. Wir brauchen etwas, was wirklich... Dann sollten wir eine Jalousie wiederholen für die Küche. Ja? Mhm. Ja, dann lass uns mal nach Jalousie gucken. Hey, Kleiner. Hey. Was haben wir da? Leute, ihr habt ja früher bestimmt, als ihr klein wart, die Erinnerung, jeder hatte das früher in der Wohnung. Entweder diese Perlenketten an der Tür oder irgendwas anderes ähnliches. Kommt zum Punkt. Sowas haben wir jetzt auch geholt. Ja, wir brauchen das fürs Wohnzimmer. Das wollen wir zwischen die Tür packen, weil wir da die Tür rausgenommen haben. Die war einfach zu viel. Und jetzt wollen wir diese Schnürvorhänge ranpacken. Mal gucken, wie das aussehen wird. So, was hast du denn da? Handtücher, Leute, ganz wichtig. Schöne Farben. Wir haben vier Duschhandtücher und zwei Handtücher für die Hände. Und brauchten wir unbedingt Handtücher, weil unsere ganzen jetzt für unsere Hunde draufgegangen sind. Und wir teilen ja die Handtücher nicht mit den Hunden. Die haben jetzt ihre eigenen, unsere ganzen. Und wir haben jetzt neue. Jetzt gehen wir runter, holen noch eine Stange. Und dann haben wir es langsam, ne? Und dann ab nach Hause. Leute, guck mal. Ich hätte gern so einen Boden, der ist Silber. Der ist einfach Silber, guck mal. Richtig schöner Boden. Der ist richtig krass. Das sieht man jetzt nicht so krass. Ja, komm, lass uns mal jetzt gucken, was wir haben. So, meine Damen und Herren, jetzt suchen wir was fürs Bad. Die Teppiche sind so schön, aber es wird immer so schnell dreckig und dann fällt mir mal mein Make-up im Bad runter und dann ist direkt alles versaut. Deswegen ist es immer sehr schwer fürs Bad. Eiche. Die Farbe wäre cool fürs Bad. Da sieht man mein Make-up nicht drauf. Dang. So, wir suchen und suchen, aber nichts ist so... Also bei nichts kann ich sagen wirklich, okay, das würde richtig ins Bad passen. Aber wo das, was du hast... Das hier ist auch hübsch. Weil wir ja die Farbe ein bisschen haben im Bad, ist das eigentlich wir das Einzige. Wir haben auch noch einen neuen Badevorhang, Duschvorhang, weißt du? Genau, nein, in der Farbe. Ich ja schon dran gemacht. In der Farbe, ne? Ist eigentlich hübsch, finde ich, auch groß. Aber das ist ja auch in der Farbe, also passt es. Ja. Cool. Wollen wir die mitnehmen? Ja. Yep. Ist hübsch, oder? Ja. Yep. Cool. Dann haben wir alles. Ja. Yep. Scheiße, hast. Leute. Früher hatte ich immer einen Nuckel im Maul, war vorm Fernsehen, wenn meine Sendung kam und hab hier reingepullert. Wer von euch hat das noch gemacht? Buh, ich hab da aber nie reingeschissen. Ich hatte sowas gar nicht. Ich hab nur reingepullert. Aber kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen. Stell dir mal vor, du kommst ins Bad und da liegt einfach Kacke drin. Man geht damit und muss die... Aber die Badewanne ist voll schön. Ja, man, die Badewanne und so ist cool. Da würde ich heute noch gern... Oh, sowas sollten wir für die Hunde kaufen als Badewanne. Ne? Im Sommer richtig cool. Wirklich, richtiges Dreckschwein war ich, wenn ich jetzt so überlege, was meine Mom machen musste. Hab ich ja jetzt noch eine Decke geholt, passend zu ihrem Unicorn. Da können die beide... zusammen kuscheln in derselben Farbe. Ab jetzt. Hallo. Guckt euch das mal an, bitte. Leute, er will unbedingt wieder so eine Bohnen haben. Er liebt sowas. Sowas ist so beruhigend, abends, wenn man schläft, mit Wassergeräuschen einzuschlafen. Welchen würdet ihr nehmen? Ich finde den in der Mitte und den hier hinten richtig schön. Der in der Mitte sieht krass aus, der aber auch. Alle sind richtig schön.